Hallo liebe Raubfischangler, auf Social Media und dem ein oder anderen Bild werdet ihr sicherlich mega große Fische, Fangbilder von Anglern mit Hecht und Zander gesehen haben. Und da steht immer darunter Pelagic, Freiwasser oder was auch immer. Viele von euch mögen diese Angelei, sie lieben sie, andere wiederum verteufeln sie und sagen, hey, das ist Gameboy-Angeln. Und für die, die dieses Angeln mögen oder vielleicht der ein oder andere, der am Zweifeln ist und vielleicht diese Angelei auch mal ausprobieren möchte, haben wir einen richtig geilen Köder gemacht. Denn viele von euch wissen nicht, dass wir von Westin zusammen mit Jürgen Larsen vor vielen, vielen Jahren in Skandinavien genau diese Angeltechnik erfunden haben. Und deshalb gibt es jetzt einen richtig coolen Köder von Westin. Voll weg das Ding! Oh. Hammermäßiger Anbiss und guckt euch mal diesen tollen Zander an. Der hat den Twin Tees Pelagic volle Kanne weggeknallt. Und da brauche ich sogar meine lange Lösezange. Und der Haken ist auch aus der Verankerung oben raus. Dementsprechend frei. Richtig schöner Zander. Super toller Fisch. Den Twin Tees Pelagic V-Tail. V-Tail deswegen, weil wir einen V-Schwanz hinten, einen sehr langen übrigens, eingearbeitet haben, der auch fein zuläuft, um möglichst sehr, sehr leichte, natürliche Bewegungen zu machen. Denn darauf kommt es an. Und diese leichten Bewegungen, weil bei dieser Angeltechnik fischt man nicht hektisch. Man versucht den Köder wirklich ganz, ganz ruhig zu führen. Ich sage immer, wer sich bewegt, der verliert. Also wenn sich ein Fisch, gerade wenn man ihn anfischt und der Fisch befindet sich unter unserem Köder und der hat sich für den Fisch in irgendeiner Weise interessiert und kommt dem Gummiköder entsprechend näher und ist vielleicht noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ob er ihn packen soll oder nicht, kommt es auf diese kleinen Feinheiten an. Also kleine Flossen, die schon bei leichtester Bewegung mit unserer Rute, weil wir keine hektische Bewegung machen, auch natürlich den Köder auf jeden Fall niemals auf den Fisch absetzen, sondern immer eine Fluchtbewegung nach oben machen, dass der Fisch immer wieder durchstartet. Und irgendwann hat man den Fisch so weit, dass wenn man dieses Durchstarten nach oben macht, dass er mit dem Schwanz anfängt, Gas zu geben und dann volle Kanne draufhackt. Und deswegen haben wir auch den Köder mit dem Rücken platt gemacht. Also die Köder, basierend natürlich auf unseren mega erfolgreichen Twin Tees, haben wir sie auch natürlich diesen hier platt gemacht. Noch zusätzliche kleine, echt sehr lebhafte Flossen gemacht. Ihr seht ja, selbst der Wind hier bringt diese Flossen zum Bewegen. Und dieser platte Rücken hier, der macht natürlich die ganze Aktion besonders interessant. Das heißt, wenn wir den Fisch starten, dann haben wir Wasserverdrängung. Ich mache das mal übertriebenermaßen kurz hier. Wasserverdrängung nach oben. Also wir fischen den Köder nicht gerade, deswegen müsste man ja einen Hammerschwanz haben, dann würde die Aktion so reinkommen. Ist der oben platt und wir haben die Fluchtbewegung nach oben, wird er quasi übertriebenermaßen gebogen. Sobald wir stoppen, kommt der Fisch quasi in diese Zuckbewegung hoch. Das heißt, wir kriegen so ein Bewegen des Köders hin und deswegen auch der platte Rücken. Wenn wir die Fische anschmeißen und auch mit der Live-Technik fischen, dann ist es völlig egal, ob wir einen mit dem platten Rücken oder einen ganz normalen Gummifisch nehmen, weil wir dann ja den Köder anders bearbeiten. Wir drehen ihn ein. Ja, und wenn der Zander gelandet ist oder in diesem Falle automatically released, dann braucht ihr nur noch diesen Pin hier unten. Das ist so ein spezieller Clip, der auf dem Drilling gleitet, um ihm möglichst viel Flexibilität zu verleihen. Der wird dann einfach oben wieder reingepiekst. So, ich zeige das mal kurz. So, kommt er da oben rein. Immer dran denken, den Drilling nicht zu doll unter Spannung machen. Er soll ein bisschen spielen, dadurch habt ihr deutlich weniger Fehlbisse. Wichtig ist, dass beide Haken unten und der eine Haken oben ist. Und dadurch habt ihr einen perfekten Lauf des Köders. Diesen Köder, den haben wir gemacht, um natürlich die Fische direkt anzufischen.
deswegen auch der sehr schwere Kopf. Wer diesen Köder gerne leichter fischen möchte, gar kein Problem, die gibt es ja auch lose, einzeln, ungerickt, also nicht rigged and ready. Und daher bieten sich natürlich unsere Schraubköpfe an. Ich habe jetzt hier den 50 Gramm, aber die gibt es ja auch in viel leichteren Gewichten. Also wenn jemand sagt, ich fische flacher oder ich möchte trotzdem den Fisch anwerfen, finde den Köder aber mega geil, weil er sich halt eben sehr natürlich bewegt und ich möchte leichter fischen, der kann natürlich mit einem Schraubkopf arbeiten. Kleiner Tipp von mir, da wir ja nicht wissen, wie groß eure Köder sind, die ihr entsprechend verwendet, haben unsere Schraubköpfe einen relativ langen Pin hier. Wenn diese Köder etwas kürzer sind, dann schneide ich den Pin etwas ab. Ihr seht also von dem Korkenzieher hier schneide ich ein kleines Stückchen ab, auch vom Korkenzieher selber, von dem gedrehten hier. Mache es so kurz wie möglich, denn ganz ehrlich, schon 3-4 Wicklungen mit diesem Screw-in-Jighead habt ihr von vornherein so viel Halt, das kriegt ihr niemals im Leben runtergezogen. Also deswegen ein kleines bisschen kürzer machen, dadurch habt ihr auch etwas mehr Flexibilität im Köder. Last but not least, das sieht natürlich okay aus, ihn hier vorne reinzubringen. Mit dem Auge natürlich ein super Extra-Reiz. Wer die ganze Angelegenheit noch ein bisschen sexier machen möchte, sagt, okay, ich verzichte vielleicht vorne auf den Kopf, der kann natürlich die ganze Angelegenheit ein bisschen wegstanzen. Viele von euch kennen ja meine Tutorials und ich stanze einfach hier vorne den Kopfbereich weg. Das mache ich mal, ich bin ein bisschen brutal jetzt hier mit dem. Also das Stück habe ich jetzt hier weggecuttet, habe dann auf diese Weise diese entsprechende Wölbung hier drin, so wie ihr das auch vom Twin Tees gewohnt seid. Und das passt natürlich und schmiegt sich hervorragend in diesen Kopf hier vorne an. Ich gehe jetzt einfach mittig rein, schraube den Twin Tees jetzt hier auf unseren Screw-In-Head, so, und habe jetzt den Köder so angepasst, dass er eine Einheit bildet. Klar habe ich jetzt hier in diesem Fall vielleicht kein Auge drauf. Was ich sehr gerne mache, weil ich hier unten kein Stinger reinarbeite, sondern den Stinger lege ich oben dran, dass ich das noch einmal alles schön mit Sekundenkleber einmal hier drum klebe, sodass diese Angelegenheit perfekt aussieht. Und vor allen Dingen müsst ihr immer darauf achten, wenn ihr den Köder anbietet, ob ihr das jetzt selbst gemacht habt mit eurem Screwhead oder ihr nehmt den Köder so, wie er aus der Verpackung kommt, dann ist er gerade im Wasser, also wirklich horizontal. Auch wenn er jetzt hier oben mit dem Vorfach fest ist, wird er so im Wasser schweben, weil das ist entscheidend. Also nicht, dass er so runterhängt und auch nicht so, so wäre ganz fatal, weil wenn ihr einen Biss bekommt, würde sich dieser Haken mit eurem Vorfach sofort umschlagen. Ihr würdet den Fisch gar nicht fangen. Wenn er so hängt, dann sieht das für den Fisch von der Silhouette deutlich kleiner aus, also horizontal, ganz wichtig, um eine große Silhouette zu machen, dass wenn der Fisch den Köder ins Visier nimmt, ihr diese Bewegung nach oben macht, dass er quasi so mit wegschwimmt. Und das ist wirklich super lecker und fängt garantiert Fisch. Der neue Twin Tees Pelagic Megateil. Also für alle, die es mal ausprobieren wollen, der darf definitiv in keiner Köderbox fehlen. Und auch hier wieder den Kopf Wolle genommen. Und ich bin der Meinung, dass diese lebendigen Flossen an der Seite die Silhouette einfach noch geiler und unwiderstehlicher machen zum Zanderfischen. Um dich kümmere ich mich gleich, bevor ich gleich wieder loslege und versuche, einen Zander zum Anbiss zu verleiten. Kurz noch ein paar Tipps zum Gerät. Wenn ich den Fisch anfische, also quasi pelagisch im Mittelwasser, den ein oder anderen Räuber versuche zu fangen oder auch auf die traditionelle Art und Weise vertikal in Bodennähe das anbiete, um zu schauen, ob ein Fisch vom Gewässerboden hochkommt, ihn quasi hochärgere, da verwende ich entweder
unsere Livecast-Modelle. Da gibt es verschiedene Routen, sowohl zum Jiggen als auch welche zum Anwerfen in einer etwas längeren Version. Alle für die Baitcaster gedacht. Richtig kräftige Routen vom Rückgrat, aber auch gut genug, um den Köder anzulupfen, ohne dass die Rutenspitze zu weit sich neigt. Und wenn dann der Biss kommt, ist jede Menge Body da, um den Haken auch durch kräftige Kiefer zu setzen. Oder ich nehme sehr gerne die neue W6. Das ist unsere Vertical Jigging und die gibt es bis 86 Gramm. Das ist die schwere Version, die schon mittlerweile seit gut einem Jahr auf den Markt gibt. Das ist meine favorisierte Rute. Die hat ordentlich Bums, hat auch eine super sensible Spitze für all die, die sagen, hey, ich möchte trotzdem ganz normal mal vertikal fischen, aber halt große, schwere Köpfe verwenden. Die Rute eignet sich auch fürs Flussfischen besonders, wenn ihr sowieso von vornherein etwas schwere Köpfe verwenden müsst und natürlich fürs Vertikalangeln. Und hier habt ihr auch Spaß an einem etwas kleineren Fisch. Der muss nicht unbedingt 90 sein, der Zander, sondern auch noch ein 50er und 60er Zander macht mit dieser Rute viel Spaß, hat aber auch genügend Backbone, um hier auf diese Weise auch einen ganz, ganz kapitalen zu landen. Schnur ist auch ganz wichtig, denn sie darf nicht zu dick sein. Sie sollte sich wie ein warmes Messer durch Butter schneiden, weil ihr müsst schnell mit dem Köder runter und nicht sehr viel, weil geflochtene Schnur ist halt nun mal schwimmend und nicht sehr viel Schnur in der Absinkphase quasi in einem großen Bogen zu lassen, sondern straight zum Fisch. Und deswegen fische ich mit der W10 und zwar am liebsten mit der W10 in 0,25. Das ist stark genug, vor allen Dingen am Knoten, wo es drauf ankommt, weil da sehr, sehr viel Kraft übertragen wird in dem Moment, wo ihr den Haken setzt oder wenn eine starke Flucht kommt. Irgendetwas, was unerwartet ist, wo sehr viel Druck auf Knoten und Schnur ausgeübt wird. Deswegen die 0,25er und da reicht das völlig aus. Ein bisschen Füllschnur drunter und ansonsten mit dieser Schnur könnt ihr alles abdecken. Sie ist fein genug, um schnell runterzugehen zum Fisch, spot on und vor allen Dingen auch jeden großen Fisch auch im langen Drill zu halten. So, mit dem Gerät könnt ihr garantiert auch selber das pelagische Fischen mal ausprobieren. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wünsche euch viel Glück damit und ich werde jetzt noch einen Zander fangen.